Hallihallo und herzlich willkommen zum Unboxing-Video hier meiner neuen Wasserkühlung. Ja, wir haben hier die Corsair H100i GTX Version. Die sollte normalerweise jedem bekannt sein, der sich hier mit diesem Bereich ein bisschen auskennt. Warum habe ich mir hier eine neue bestellt, fragt euch vielleicht. Ganz einfach, meine alte, ich glaube die ist mittlerweile 2 Jahre alt oder so, Single Radiator Wasserkühlung, auch von Corsair, hat leider ihren Geist aufgegeben und ja, somit musste natürlich eine neue her. Und ich habe mir überlegt, soll ich wieder eine einzelne kaufen? Und dann habe ich mir gedacht, nee. Erstens, die Zweier schaut mega badass aus, also warum nicht gleich die nehmen? Und zweitens, dadurch, dass du halt mehr Radiatorfläche hast, sage ich mal, kannst du natürlich auch die Lüfter langsamer laufen lassen, hast dieselbe Lüfterleistung oder Kühlerleistung und das ist natürlich dann schon optimal. Was nicht so optimal ist, ist zwar der Preis, aber dazu kommen wir später noch, denn es gibt noch einen negativen Punkt, der jetzt speziell bei meinem Fall vorhanden war. Und zwar, mein Gehäuse hat keinen Platz für ein, ja, nennen wir es mal einfach mal Dual Radiator, sprich 2x 120 mm Lüfter. Und deswegen seht ihr da im Hintergrund auch das NZXT-Gehäuse, das, ja, das dann Verwendung für diese Wasserkühlung findet. Aber das ist dann ein anderes Video. Jetzt sind wir erstmal hier bei dieser Wasserkühlung. Hier haben wir ein bisschen Beschreibung rund um die ganze Technik. Hier unten links seht ihr gerade die Möglichkeit, wie wir das Ganze nämlich dann farbig zum Beispiel markieren können. Wir können es nämlich zum Beispiel einstellen, dass wenn die Temperatur einen gewissen Grad übersteigt, dann ändert sich die Farbe. Was ziemlich, ziemlich cool ist, aber bei mir zum Beispiel, ich habe es jetzt glaube ich auf 60 oder 80, ich glaube auf 80 Grad eingestellt, eben für den Fall, dass es wirklich mal zu heiß wird. Bis jetzt bin ich noch nicht mal bis 70 Grad gekommen. Also so viel kann ich euch schon sagen, das Ding ist wirklich top, also mein PC läuft ja oft auf Volllast, dadurch, dass ich halt die ganzen Videos bearbeite, aber das war bis jetzt absolut kein Problem. Zuerst haben wir hier ein paar, ja, nennen wir es mal Produktbeschreibungen und Gebrauchsanweisungen, die ich, ja, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe die sogar verwendet, denn ja, ich hatte mit der Lüfter oder mit diesem Radiator einige Probleme. Das lag jetzt nicht daran, dass es irgendwie schlechte Qualität war oder sonst was, sondern es lag einfach daran, dass ich eigentlich die Lüfter, oder andersrum, dass ich den Radiator unten und die Lüfter oben und dankweise kommt schon der Gehäusedeckel, sprich genau andersrum einbauen, wie es in der Gebrauchsanweisung oder in der Bedienungsanleitung oder Installationsanleitung eigentlich vorgesehen ist. Und deswegen hatte ich da ein bisschen zu kämpfen. So, hier haben wir einmal einen der beiden 120 mm Lüfter. Hier gibt es die Möglichkeit, das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, weil die Kamera in diesem Modus leider nicht automatisch fokussiert. Das habe ich zwar extra ausgeschaltet, damit sie eben nicht die ganze Zeit scharf wieder wegschärft und so weiter. Aber da hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, um LEDs in die Lüfter einzubauen. Hier haben wir ein paar Kabel. Einmal ein USB-Kabel. Da war ich sehr überrascht, denn damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist ganz einfach für die Lüftersteuerung bzw. für die Pumpensteuerung. Das kann man dann über das Corsair Link, über die Corsair Link Software kann man das dann wunderbar steuern. Genauso wie die LEDs. Ihr könnt ja da wirklich jede LED-Farbe, das wusste ich gar nicht, ihr könnt da jede LED-Farbe in dieser Pumpe einstellen. Grün, Rot, Lila, Braun. Was ihr wollt, so dass es euch am besten gefällt. Ich habe es bei mir jetzt persönlich blau gelassen. Einfach kalt sozusagen und wie gesagt ab 70 oder 80 Grad wird das Ganze rot, einfach um zu symbolisieren, du pass auf, irgendwas kann da glaube ich nicht sein oder schau mal kurz nach, einfach als kleinen nochmal Überprüfung. So, jetzt habe ich gerade gesehen, oder ihr habt jetzt gerade gesehen, Wärmeleitpaste ist natürlich schon ein bisschen was vorinstalliert, was heißt ein bisschen, einfach genug oder genau richtig, das ist eigentlich mittlerweile glaube ich Standard, soweit ich weiß. Im Vergleich zu meinem alten, zu meiner alten Wasserkühlung, die Schläuche, die sind sowas von dermaßen fett und richtig qualitativ hochwertig. Das ist echt unglaublich. Das ist brutal. Hier haben wir noch ein paar weitere Stecker. Einmal ein Lüfterverteiler sozusagen, in der dann die beiden Lüfter eben angesteckt werden. Somit hast du hier eben die optimale Lüftersteuerung. Hier kommt eben einer rein und dann hast du eben da noch einen zweiten rausgesplittet und da kommen die beiden dann reingesteckt und schon hast du beide Lüfter synchron laufen
und somit ist das natürlich dann optimal. Genau. Den anderen Stecker, den steckt man wie gesagt beim USB-Hub ein am Motherboard und damit kannst du dann eben die ganzen Daten übertragen bzw. steuern. Wie gesagt, die Schläuche sind enorm dick. Einerseits cool, denn dadurch sieht man, dass sie wirklich Qualität haben. Andererseits war es ein bisschen schwierig, dann wieder einzubauen, denn so wie ich mir das vorgestellt habe, hat das nicht so wunderbar gleich funktioniert. Zum Beispiel steht bei mir jetzt im Gehäuse nämlich der Name quasi verkehrt herum drin, in diesem schönen NZXT H440, das jetzt gerade nicht scharf werden will. Ist natürlich wieder super, super Qualität hier, ja, jetzt hat. Aber wie gesagt, dazu wird dann ein extra Video kommen und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß, es war jetzt nicht so das perfekte Video, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und wie gesagt, ein extra Video zum NZXT-Gehäuse kommt bald in diesem Sinne. Abo lohnt sich mit Sicherheit. Bis zum nächsten Mal, euer Hoden ist raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.